Herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Ich bin euer Tembo67, der Ü5-Silver-Streamer, und habe heute ein Replay mit, das ich heute Morgen noch gefahren habe. Bevor ich vergesse, was ich hier sagen wollte, muss ein paar Tage später aufladen, das mache ich lieber jetzt. Hier geht es weniger um die Werte, wie ich abschneide. Hier geht es eigentlich mehr, dass man auch mal gucken sollte, was das Team macht. Team fächert immer breit auseinander, das ja meistens so ist. Alle beziehen ihre Position. Manche wollen zum Strand, zum Baden gehen. Halte ich weniger für sinnvoll. Das war meistens Kanonenfutter von den Heavies, von den TDs. So, da ich die Mediums mich entdeckt habe, mich entschieden, ich fahre mal ganz außen auf die Nuller Linie. Da ist ja noch keiner hingefahren. Hinter mir noch zwei Heavy und ein Light und ein Medium. Jetzt ist der Medium gerade vor mir, okay. So. Und dann pieken wir gleich mal. So, dann sind wir vielleicht schon mal weiter vor. Das heißt, wir gehen ja ganz schön aggressiv weiter vor. Da mal Conway aufgegangen. Ah, daneben geschossen. Schade. Noch Lansen C, der neue Premium Medium der Schweden. So, der kommt nicht. Schöner Schuss. Der ist weg. Ja, der Patton ist ein wunderschöner Sniper. So. Ja, das Replay hakt komischerweise ein bisschen. Obwohl es von heute, an welchem Tag ist? Nur wenige Stunden alt. So, dann ist ein T57. T10 Heavy, der Amerikaner. 4-Schuss Autoloader. Den kommt man nicht drauf, dafür sind wir aufgegangen. Ups, runtergesehen. So. Wir haben jetzt gesehen, wir haben voll die Map Control, weil wir hier durchgepusht sind und wir fahren da einfach mit. Das solltet ihr auch immer machen, wenn ihr seht, dass das Team einen Push macht. Mitfahren. Je mehr Panzer im Push drin sind, desto höher ist die Erfolgschance. So, zack. Zack, ja, wunderbarer Sniperpanzer aus der Fahrt direkt getroffen und tschüss. Ja, die Badget 25 Tonnen. Gucken wir mal, kriegen wir noch was drauf? Ja, gerade noch genug. Die Kanone war weg. Wir haben jetzt total die Map Control. Steht 9:6. Es ist noch nichts entschieden. Trotzdem einfach weiter pushen. Da oben haben wir noch ein Oho. E75. So. Erstmal getrackt. Warten. In solchen Momenten wünsche ich mir mal im Autoloader zu sitzen. Einmal Trackshot setzen. Und dann gib ihm. So, steht 10:6. Das Gefecht ist klar entschieden. Wir haben die Map Control. So, was haben wir da? Da haben wir jetzt noch ein. Schön. Da, der Patton ist zielgenau. Ich freue mich schon auf den Zehner. Den müssen wir einfach grinden, wenn ich da hinkomme. Weil der Neuner gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Die Kanone ist besser, dafür ist er langsamer. Als der Centurion. Da ist die Kanone nicht so präzise. Ist jedenfalls mein Eindruck. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das seht. So, jetzt pushen wir den mal ganz schnell mal vorbei. Der Pixelschutz hin? Jawohl, Pixelschutz, ich sag ja. Das ist ein schöner Panzer.
könnte mir überlegen, was wäre passiert, wenn wir hinten nicht durchgepusht hätten. Was wäre dann passiert? Ich denke mal, hätte der Gegner uns irgendwann vielleicht auseinandergenommen. Ei, zu früh weggefahren, schade. Aber das Ding sollte jetzt gegessen sein. Jawohl. Sehr schön. Ich werde trotzdem mal die Post-Game-Stats angucken. Wir haben nichts. Nicht mal ein kleines Geraffel gekriegt. So, vom Schaden her sind wir auf dem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Platz. Und von der Erfahrung sind wir noch weiter unten. Also, dann geht's ja. Es geht halt nur darum, zu zeigen, wenn das Team pusht, wenn ihr seht, es pusht, bleibt hinten nicht stehen. Fahrt mit, unterstützt den Push, damit ihr nicht zum Erliegen kommt. Jede Kanone, die mitfährt, ist Gold wert. Ob ihr nur Load hier seid, spielt keine Rolle, einfach mitfahren. Und wenn ihr nur mal kurz die Ketten zieht vom Gegner oder sowas, das hilft ungemein. Das soll meine Botschaft sein. Sagt, wenn das Team einen Push macht, fahrt mit. Mit diesem Wort möchte ich abschließen. Ich bin's, euer Temmo67. Besucht meinen Kanal auf YouTube unter dem gleichen Namen, Temmo67, wenn es euch gefällt. Liked nicht, abonniert nicht. Wenn es euch nicht gefällt, liked nicht, abonniert nicht. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.